Peace-Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist mal wieder Bombenwetter. Also ist schon noch ziemlich windig, weil die letzten Tage war es ja auch so extrem windig, ist krank. Aber heute ist es immer noch relativ windig. Ich hoffe, der Wind, die Windgeräusche sind jetzt nicht zu laut für euch. Auf jeden Fall, ja. Und was wir jetzt als erstes machen? Wir gehen auf jeden Fall erstmal kurz tanken, weil ich erstens blinkt mein Tank schon wieder. Und ich bin jetzt auch schon die letzten 2-3 Tage mit dem Motorrad in die Schule auf Reserve gefahren. Das ist natürlich auch perfekt. Und dann werden wir auch noch kurz mein Motorrad putzen gehen, weil das, wie ihr vielleicht seht, das sieht auch echt nicht... Digga, was ist das denn? Die bauen erstmal Unfall oder was? Und die rennen einfach über die Straße. Oh, und da... was ist da los? Achso, da ist ein LKW oder so. Ah, perfekt, Digga, das ist es. Ja, genau, es sieht einfach schon wieder echt komplett Katastrophe aus. Und auch noch ein bisschen von dem Wintersalz will ich es befreien, dass es nicht anfängt zu rosten. Genau. Und dann kommen wir noch zu einem ganz großen Thema, was ihr wahrscheinlich auch im Titel gelesen habt. Und zwar geht es darum, dass es wurde jetzt endlich die ersten Euro 5 Sportauspuffe rausgebracht. Ich zeige die euch nachher mal, wir chillen uns kurz wohin. Ich zeige die euch am Handy. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Lasst ein Like, lasst ein Abo da, um nichts mehr zu ver... Sehe ich das richtig? Sehe ich das gerade komplett richtig? 1,78? Hätte ich zu diesem Zeitpunkt gedacht, dass der Sprit noch über 2 Euro kostet, hätte ich mich definitiv nicht drüber aufgeregt. Was? Scheiße! Was soll denn die Kacke jetzt? Hä? Digga! Fast 1,80 für einen scheiß Tank! Alter! Fahr, das soll auch noch mir reichen. Digga, leck mich doch am Arsch. Ihr müsst jetzt, das ist nochmal ein Grund mehr, hier Like und Abo dazulassen und mich zu supporten, weil ich habe kein Geld. Ich bin arm. Ich hab's geschafft. Ich hab glatte 10 Euro getankt. Ich hab's geschafft. So, wir sind jetzt wieder auf dem Motorrad. Jetzt gehen wir zur Waschstraße, machen da mal wieder das Motorrad schön sauber und dann kommen wir auch mal zum richtigen Thema. Ich will euch da jetzt auch nicht lange aufhalten, wegen dem werde ich wahrscheinlich auch nicht jetzt wie immer, gefühlt bei jedem Motovlog gehen wir mein Motorrad putzen. Das ist bis jetzt glaube ich schon bei 3 Stück jetzt gewesen. So, jetzt sind wir hier angekommen und müssen uns nicht mal anstellen. Das ist sehr selten, dass es hier passiert, weil normalerweise ist es immer richtig, richtig voll hier. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Also ich habe 2 Wertwagen, mit denen müssen wir das irgendwie hinkriegen. Vorwäsche fangen wir jetzt an. Achso. Dienstag, Profittag, pro 2 Euro Einwurf, was? Ach, keine Ahnung, Programm, Vorwäsche. Oh fuck, mein Schlüssel steckt noch. Ups. Upsi. Bam, 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 bam. Ja. Ist schön. Powerschaum. So. Jetzt ist Motorrad wieder sauber. Super, klasse. Jetzt gehe ich das rausschieben, lasse es in der Sonne noch ein bisschen austrocknen. Und tut noch ein bisschen abtrocknen. Ich habe extra noch ein paar Tücher mitgenommen. Beziehungsweise ein Tuch. Aber hier drin trocknet das natürlich nicht so gut wie in der Sonne. Und währenddessen können wir eigentlich dann auch gleich mal mit dem richtigen Thema anfangen. Hier ich mein Motorrad ein bisschen Luft trocknen lasse und die Sonne drauf bestrahlen lasse, schauen wir uns jetzt mal an, welchen Auspuff es denn gibt. Und zwar gibt es jetzt für Euro 5 einen von Radical Racing. Ich habe jetzt hier extra mal die Seite geöffnet. Wie ihr seht, Auspuff, Endschalldämpfer, Radical Racing Full Carbon, kostet 420 Euro. Ist jetzt aber noch nicht vorrätig, aber am 25.03., das heißt ungefähr in einem Monat. Da wir heute schon den 20. März haben, wo ich das Video hier gerade fertig schneide und das Video wahrscheinlich am 21. März rauskommen wird, dann sind die wahrscheinlich schon in 4 Tagen vorrätig. Ich habe nur leider in letzter Zeit einfach keine Zeit gehabt, das Video fertig zu schneiden, wegen dem das ungefähr ja, einen Monat später ist online gekommen ist. Wird es diese Auspuffe, was die Mehrzahl von Auspuff, zur Verfügung geben? Und ja,
Ich habe mir überlegt, ob ich mir den kaufen soll, einfach um auch daraus Videos zu machen, um euch zu sagen, wie das ist und einfach, weil, gut, besserer Auspuff ist immer gut. Aber da ich nicht so viel Geld habe, wird es ein bisschen schwer. Also Radical Racing, falls ihr dieses Video seht, ihr könnt mir auch gerne einfach so einen zuschicken. Ich mache daraus ein Video und dann vielleicht kommen ja mehr Leute auf die Seite, kaufen sich auch einen und dann würde sich das ja wieder rentieren. Und wenn nicht, dann könnte ich ihn ja auch wieder zurückschicken. Nur so zum Ausprobieren. Das wäre mega cool. Ich glaube, ich werde da Radical Racing auch nochmal anschreiben. Ich habe zwar nicht eine krasse Reichweite, aber ich denke, das könnte schon ein bisschen was bringen. Digga. Der haut da die Gasflaschen um. Alter, nachher macht ihr gleich noch Boom und ich bin hier. Auf jeden Fall gibt es den für die Aprilia SX, RX. Und es gibt, glaube ich, auch Euro 5 Auspuffe für die YZFR, die neue Euro 5. Und die, wie heißt sie denn? Die MT, die Yamaha MT 125. Auf jeden Fall verlinken. Dann könnt ihr euch das mal selber genau angucken. Und ja, genau, das wollte ich mal dazu gesagt haben. So, das war's jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe es leider voll vergessen, ein Auto dann noch zu drehen. Aber ja, lasst gerne ein Like, ein Abo da, aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Und schreibt mir auch gerne Videoideen in die Kommentare für die nächsten Videos. Ich habe leider absolut keine Ideen, was ich noch hochladen kann. Aber eins wird auf jeden Fall bald noch auf euch zukommen, das freut mich auch mega, mega. Das ist meine erste Kooperation mit einer anderen Firma, das wird sehr, sehr cool. Also das ist eine Premiere für mich. Naja, also ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen traumhaften Tag und haut rein. Ciao, ciao.